wir mal hier oben noch. Hier ist bestimmt noch was. Und ich habe gesehen, ich habe sowohl die Sammlung erweitert, als auch Ausrüstung und Beschwörungsgegenstände auch. Was habe ich denn da bekommen? Die Regeln, genau. Sag euch, das wird hier richtig, richtig viel noch, ne? Guck mal, hier können wir, den können wir verkaufen dann auch direkt wieder. Und jetzt muss ich hier aber das Gestreifte wieder nehmen, weil ich möchte, dass er ja gleich aussieht. Ich möchte ja die Optik von ihm nicht groß ändern. Was haben wir denn dann hier beim Erkunden? Hier, guck mal, schon 4%. Richtig viel. Ja, hier ist natürlich... Das müssen wir noch machen. Ach, ich muss die Ballons einfach platzen lassen und das ist gar keine Aufgabe mehr. Ja, gut, okay, das wusste ich nicht. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Hätte ich das gewusst, hätte ich das immer gleich gemacht, wenn ich sie gesehen habe. Aber dann können wir das hier eben auf jeden Fall machen. Passiert denn irgendwas? Achso, ne, ich bekomme nur, dass ich die geplatzt habe. Okay. Ja. Landen bitte. Ja, gut, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nächstes Mal, wenn ich dann Ballons sehe, mache ich die direkt kaputt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass das beim Erkunden dazu zählt. Also mit zu den Prozenten. Dann hätte ich das natürlich direkt gemacht. Ich dachte, das ist vielleicht nochmal vielleicht für die Lehrerin oder so als eine Herausforderung gedacht, aber da können wir gleich mal auf Ballonsuche gehen, vielleicht ja, sogar nochmal. Ja, wirklich praktisch. Ich freue mich. Auf dem Weg in Richtung Hauptmission, denn genau da sind wir jetzt wieder. Beziehungsweise genau das ist jetzt unser nächstes Ziel, denn ich glaube, wir haben keine Nebenmission gerade. Die nicht passt. Ich würde sagen, wir fliegen aber einmal hier so rum, falls ich noch Luftballons übersehen habe. Und dann fliegen wir endlich mal hier hin. Was ich ja auch eigentlich gesagt hatte. Naja, genau, Trollbekämpfung. Und dafür sind wir noch zu klein. Da warten wir erst, bis wir das entsprechende Level auch haben. Ich weiß, wir fliegen jetzt erst in die andere Richtung. Aber jetzt können wir das Gebiet dann einmal von oben sehen. Und wie gesagt, so Luftballons, auf die ich eben nicht geachtet habe, auf die kann man safe eben achten. Das geht ja schnell. Ja, da ist halt auch das Ende der Map, ne? Okay, hier bin ich jetzt, okay. Ich wollte mich nur kurz orientieren, weil ich habe diese Burg, glaube ich, jetzt eben nicht groß wahrgenommen. Aber um Burgen und so kümmern wir uns dann ja später, wie gesagt. Das ist jetzt gerade auf jeden Fall eher Quatsch. Aber da sind noch Luftballons. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier doch irgendwie... Welche gesehen? Da sind auch welche. Dann machen wir die doch auf jeden Fall eben noch. Die beiden Herausforderungen hier. Oh. Und jetzt gibt es irgendwie eine geschickte Reihenfolge. Nein, gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Da hinten sind die. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich auf die dahin geachtet habe, wo ich hinfliege. Hoch und runter verwechselt. Boah, was ist denn mit mir los gerade auf dem Besen? Ist doch eigentlich nicht so schwer.
Betonung liegt auf eigentlich, ne? Wird aber ein bisschen EP zumindest. So, jetzt machen wir diese hier eben noch. Wie gesagt, die können wir dann ja jetzt immer machen, wenn wir die sehen, weil ich weiß ja jetzt, dass es für die Erkundung ist und nicht für die Story. Nein! Kamera. Du willst mich doch jetzt hier... Du musst schon drehen, wenn du den Ballon noch haben möchtest hier. Du möchtest den Ballon haben. Du hast den Ballon haben zu wollen. So, damit haben wir nämlich die Herausforderung noch abgeschlossen. Und sind bei der Erkundung schon mal ein ganz kleines bisschen weiter auf jeden Fall. Diese Schatzdinger, die machen wir später irgendwann. Ich glaube, ich muss nach links, ne? Ich muss eigentlich einfach geradeaus. Okay, gut. Das schaffe ich. Jetzt ist die Frage, waren hier noch Ballonen? Oder waren hier keine Bloons? Ja, ist doch gut, Lucy. Oh, ich komme mit der Kamera nicht klar, wenn die auf einmal, wenn ich so auf mich selber zufliege. Das ist nicht gut. Aber jetzt habe ich die Ecke auf jeden Fall auch mal erkundet und wir fliegen jetzt einfach geradeaus und dann direkt in Richtung Turm. Ohne Umwege ab jetzt. Praktisch. Sternchen, außer ich sehe Ballons, dann sammle ich die Ballons noch ein. So, was ist los? Ein Moment, Lucy, ich kann gerade irgendwie... Ein Moment. Nicht gut auf den... So, ein Moment. Ich finde es nicht so schön, dass man die Kamera von selber nicht wirklich nach oben richten kann. Ja, das stimmt. Das macht's, finde ich, Tatsache schwierig. Also schwieriger. Aber es ist, es macht also mir macht das Fliegen Spaß, definitiv. Ich finde es cool umgesetzt, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut klappt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also die Kameraperspektive ist halt, also gerade wenn man so fliegt, kannst du halt echt total blöd lenken. So, auf zum Turm. Das sind ja nur 3000 Meter. Nein, die laufen nie zu Fuß. Das meine ich so. Ich will jetzt eigentlich damit... Nein! Ja, und irgendwie macht es das halt ziemlich schwierig, finde ich.
Wie gesagt, wenn ich jetzt Ballons sehe, nehme ich sie mit. Alles, was ich übersehe, lasse ich erstmal da. Wir werden später noch genug zu tun haben, ich sag's euch. Also es ist ja nicht, dass es jetzt aufhören wird, ne? Dieser Ort hat... Bringen wir diese Sache hier einfach hin. Ja, entspannt euch bitte, da sind noch Ballone. Blümens. Da ist der erste der Reihe. Glaube ich. Zumindest. Leck! Aber ich hab's geschafft. Das ist die Hauptsache. Gucken wir so ein bisschen um. Da sind auch noch welche. Wie gesagt, wir machen nur die Ballon-Herausforderung, die wir sehen. Der ganze Rest bleibt erstmal auf der Strecke liegen jetzt. Ja, wenn man dann nicht unbedingt... Ich hasse die Kamera. Die Kamera beim Fliegen, ne? Warum fliegst du denn jetzt so rum? Boah, ich mach's mich fertig, ey. Ja, die da unten am Auto denken auch, was macht der da oben? Der will uns auch provozieren. Ich denke, ich will doch hier nur rüberfliegen und die Ballons kaputt machen. Baum. Auch einfach richtig stumpf in den Baum reinfliegen, auch gut. Guck mal, jetzt sind noch Ballone. Ballongis. Die führen so nach unten im Kreis. Das ist doch schon wieder auch für die Kamera. Ah, nicht gut, ey. Ich mach's trotzdem. So, let's go. Und. Nein, ich mach's. Ich mach's anders. Ich bin jetzt hier. Hallo. Falsche Taste, okay. So. Niemand sagt, dass du schnell machen musst. Dann machen wir das einfach mal so. Ich frage dann, da sind ja auch alle schon welche, die ich schon mal gesehen habe, irgendwann mal. Die ich aber schweben lassen habe, weil ich dachte, die wären erst später relevant. Was aber irgendwie Tatsache relativ Schwachsinn ist, ne? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Oh, jetzt muss ich da rumfliegen, ne? Ja, dann fliegen wir in die Richtung drumrum. Lass mich doch mal hier rumfliegen, eher. Ja, sie ist halt schon irgendwie ziemlich nervig, weil irgendwie ist sie halt auch so platziert, dass man, wenn man wenigstens, also wenn man nicht einfach nur durch da landen könnte, ne, ich würde es ja verstehen, wenn sie einem sagen würde so, ey, okay, du kannst halt irgendwie mit dem Besen nicht reinfliegen und landen, es wäre ja okay, aber
So dieses, du kannst doch nicht drüber fliegen, nein, ist verboten. Hier sind, warte mal, eins, wo sind die anderen? Das sind nicht nur zwei Ballons hier, oder? Also, hier müssen doch mehr Ballons sein als zwei. Hallo? Ach, da ist noch einer. Okay, hier geht's weiter. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja, ne? Finde ich auch. Da waren wir aber schon und haben Missionen gemacht heute. Deswegen dann wieder nicht. Jetzt fliegen wir noch hier einmal so quer über den verbotenen Wald. Falls hier auch noch Luftballons irgendwo sein sollten, aber ich sehe jetzt keine und das heißt, wir biegen ab. Und fliegen Tatsache mal in Richtung des wunderbaren Turms. An dem wir sowieso erwartet werden. Und da wir das erste Mal dorthin gehen, fliegen wir nicht hin, sondern laufen wir. Hä? Ihr könnt mich doch einmal in Ruhe lassen.